Jo Leute, Dero ist am Start bei MotoGP 13. Leider immer noch. Aber ich wollte nur kurz darüber informieren und deswegen auch dieses Video jetzt, dass ich heute den Donnerstag, der bei einigen heute auch Feiertag ist in einigen Bundesländern, da könnt ihr gerade mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Bundesland kommt ihr. Mal so nebenbei. Bin ich nämlich unterwegs, ich bin gerade auf den, also wahrscheinlich jetzt gerade eben auf dem Weg in die Niederlande oder schon wieder zurück, weil mein Vater sich dort eine Harley gekauft hat und wir die gerade abholen, beziehungsweise auch gerade unterwegs sind damit und ich es zeitlich nicht ganz gepackt habe, vielleicht steht noch nicht ganz fest, weil wenn, dann kommt um 17 Uhr noch ein Video, ich weiß es nicht. Nehme das hier im Voraus auf, also ich weiß noch nicht, ob ich es packe, noch ein zweites Video jetzt gleich aufzunehmen, weil Donnerstag, also heute für euch, habe ich es definitiv nicht geschafft. Und es kann sein, entweder kommt heute erstmal nur das Video und morgen kommen dann mehrere Videos mit MotoGP 14 auch. Ja, definitiv wird das kommen. MotoGP 14 ist nämlich draußen morgen am Freitag. Und deswegen heute hier, heute, genau. Heute hier das Rennen mit einem MotoGP-Fahrer schon wieder. So, wir nehmen heute mal... Können wir mal schauen, wen nehmen wir denn hier? Wen haben wir hier? Corti? Nee, oh, Edwards könnten wir auch nehmen, aber will ich nicht. Wen fahren wir denn mal? Stefan Bradl, genau, gute Idee. Wir fahren mal mit Bradl und wo fahren wir? Wo können wir denn besser fahren als in Brünn? Da hatten wir schon einige schöne Rennen. Ja, wir werden nur 6 Runden fahren, das sollte reichen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Wie gesagt, ich bin momentan unterwegs in den Niederlanden und ich denke, es wird auch viel Stau sein. Es wird voll werden, auf jeden Fall. Oh, Glück gehabt. Es wird voll werden, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse drum. Wie gesagt, ich bin mit meinem Vater unterwegs. Deswegen heute das Video, weil das einfach schnell ging, weil ich noch was vorhabe. Ich muss noch was erledigen. Ich bin noch weg und bevor gar nichts kommt, machen wir heute lieber das. Morgen geht's dann los mit MotoGP 14. Morgen kommt auch eine NASCAR-Folge, höchstwahrscheinlich eine NASCAR-Folge. Heute kommt ja eine, gestern Mittwoch und Freitag kommt wieder eine NASCAR-Folge. Und DTM Experience kommt auch am Wochenende wieder. Keine Angst, Samstag das Deutschlandspiel und jetzt erstmal das Rennen hier in der MotoGP mit Stefan Bradl in Brünn. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, sein Motorrad. Oh, jetzt werden wir hier schon fast Pesek oder wie auch immer er heißt. Hinten drauf gefahren. Oh, die erste Kurve haben wir schon mal verpennt. Wunderbar, machen wir gleich nochmal. Oh, jetzt hört sich der Sound aber... Oh, nee, warte, wir machen es anders. Der Sound hört sich gerade sehr komisch an. Wir starten mal das Rennen neu. So, bei mir hört sich gerade der Sound sehr komisch an. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Sollte das so sein, dann sag ich mal jetzt schon sorry. Und jetzt starten wir in das Rennen. Oh mein Gott, was mache ich denn? Oh mein Gott, okay, okay. Richtig, richtig fail hier. Motorrad knallt auch irgendwo gegen die Wände. Ich würde sagen, noch ein neuer Start. So, jetzt aber. Jetzt starten wir hier in das Rennen in der MotoGP. Das Rennen in Brünn ist unterwegs. So, jetzt aber hier ein vernünftiges Rennen ohne Probleme, ohne Unfälle und so weiter. Wie gesagt, ich bin noch unterwegs. Leider nicht genug Zeit gefunden, um da irgendwie großartig vorzuproduzieren. Ich hoffe, ihr seid nicht böse und ich denke, ihr freut euch darüber, dass wir hier, oh oh, mit Stefan Bradl in der MotoGP heute mal unterwegs sind. Ich denke, da habt ihr auch ein bisschen was von und morgen geht's dann weiter mit MotoGP 14. Ganz, ganz höchstwahrscheinlich morgen dann. Ganz, ganz höchstwahrscheinlich morgen Freitag, der weiß ich gar nicht wie vierte. Ich glaube, 20. müsste es sein, weil heute ist der 18. Oh mein Gott, Smith, was macht der denn da? Bradley Smith ist das, glaube ich. So, jetzt sind wir hier hinter Ianon, wie auch immer, und Bradley Smith. So wie es aussieht. Ich glaube, das ist Bradley Smith. Ja, kommt schon, Freunde. Fahrt mir doch nicht ewig vor die Karre. Fahrt mir doch nicht ewig vor die Karre. Ich weiß auch nicht. Hier ist Depunier. Wir sind auf der 13. Position. In den letzten paar Rennen hatten wir ja leider nicht so ein Glück. Jetzt spielen die hier Tiki-Taka mit mir. Das ist natürlich nicht so Tüfte. So, jetzt Konzentration, Freunde. Wir wollen... Mann, das ist doch nicht normal. Also, dass die KI einen hier wirklich so erbarmungslos wegrammt, ist wirklich nicht so toll. Also, das ist echt ein bisschen ätzend. So, jetzt aber. Wir sind ganz, ganz weit hinten, ich weiß. Aber da kann ich jetzt nichts machen, weil ich bin ja auch keine...
Qualifikation gefahren. Ich bemühe mich einfach darum, euch ein schönes Rennen zu liefern, euch eine schnelle Folge, euch schnelle 6 Runden hier in, oh mein Gott, ach du Scheiße, wir machen mal gerade aus dem MotoGP-Bike eine Motocross-Bike mit ein paar Sprungeinlagen. So, jetzt hier das Duell gegen Corti, Iannone ist da vorne, Smith ist da vorne, Depunier ist da vorne. Wir sind nicht weit vorne, das weiß ich auch. Aber das Ganze dient hier heute wieder mal zum Spaß und nochmal zum, weiß ich nicht wie vierten Mal, weil ich einfach im Moment so übel zappy bin, nochmal Danke zu sagen. Einfach nochmal Danke zu sagen. Ihr seid so fleißig auf meinem Kanal, das ist unglaublich. Es freut mich einfach ungemein. Und deswegen, ihr seid ja der Grund, weswegen ich das ja jetzt so hart und so gut bisher durchziehe. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe am Tag, ich kann es euch verraten, am Tag durchschnittlich 250 Klicks auf meine Videos, auf die verschiedensten Videos. Das sind nicht immer nur die zwei, die ich hochlade. Es sind wirklich die verschiedensten Videos. Kann ich leider nicht so gut einsehen täglich. Aber ich kann euch das verraten. 250 Klicks am Tag. Wenn es ganz gut läuft, schaffe ich sogar mal die 400, die 300. Und das zaubert mir immer, ja, ein Grinsen ins Gesicht. Und das freut mich immer ungemein. So, jetzt hier. Ben Spieth, Bradley Smith müsste das eigentlich sein. Und Rémy Depeunier, die kämpfen da so ein bisschen. Wir überholen einfach, weil wir hier über den Rasen fahren. Überholen doch nicht. Sind wieder zwischen den beiden hier unterwegs. Der Reifen baut schon ein bisschen ab. Ja, Thema Reifenverschleiß ist natürlich in der MotoGP deutlich heftiger als in der Moto2, wenn man hier nicht richtig mit dem Gas umgeht und einem der Hinterreifen weggeht. So, oh, jetzt habe ich hier die falsche Taste gedrückt. Jetzt muss ich vor... Okay, vorspulen. Jetzt habe ich hier natürlich, glaube ich, einen Rewind für verplempert, aber gut. So kann es gehen. Oh mein Gott, Iannone schießt da einfach mal rein. Sehr, sehr gefährliche Sache, ist aber zum Glück gut gegangen. Hier waren wir ja auch mit der Moto3 sehr, sehr geil unterwegs. War ein sehr, sehr wahnsinnig gutes, ich möchte mal sagen, Moto3-Rennen. Ein gutes Karriererennen. Und Petrucci irgendwo ganz weit hinter uns ist gestürzt. Jetzt kommt erstmal Iannone wieder an. Meine Kamera ist ein bisschen schief. Das liegt daran, weil der Stick immer sich so ein bisschen bewegt. Immer irgendwie eine leichte Eingabe hat. Weiß ich nicht warum. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder an Iannone mit einem bisschen Schubsen vorbei. Das ist verdammt hart hier in der MotoGP, also ohne Quali ist klar, ist es sehr, sehr schwer nach vorne zu kommen, weil man dann schon hinten startet und ja, das ist schon sehr, sehr schwer hier ohne Qualifikation nach vorne zu kommen. Ich bemühe mich wirklich sehr, aber es ist schwer und es reimt sich wieder ein bisschen. So, die Hälfte des Rennens liegt hinter uns, vor uns immer noch Smith und Espargaro, gar nicht Rémy Depeunier. Boah, Entschuldigung. Danke, Gesundheit und so. So, immer noch Espargaro und Smith vor uns. Muss ich natürlich gleich mal versuchen zu attackieren. Vielleicht gleich mal versuchen zu überholen. Jetzt gehen wir hier erstmal an Smith vorbei. Der wird aber jetzt hier wieder auskontern. Jawohl. Kontert mich hier gekonnt aus. Wir gehen beide weit auf den Curb. Noch kann ich hier keine Attacke starten, keine große Attacke, keine Überholmanöver. Schade eigentlich. Ich arbeite dran. Aber momentan sieht es nicht so aus, als könnte ich mich hier auf die 10. Position verbessern. Wir sind ja schon eigentlich auch sehr, sehr gut unterwegs hier mit der 10. Position. Klar, kann Stefan Bradl besser sein. Aber wenn ich fahre, dann ist logisch, ne? Ist das nicht so? So. Nee, immer noch nicht. Komm schon, Smith, ich krieg dich. Nur vorsichtig mit dem Hinterrad, denn wenn ich das jetzt kaputt fahre, dann keine Chance, dann wird das nichts. Ne, ist logisch, dann wird das nichts, weil dann habe ich einfach beim Rausbeschleunigen zu wenig Traktion. Oh, ich quietsche. Zu wenig Traktion. So, jetzt hier vielleicht am Ende der Geraden mal probieren. Ne, das reicht noch nicht, das wird noch nicht reichen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt sind wir auf der 9. Position unterwegs. Es läuft sehr, sehr gut. Es läuft sehr gut. Also so weit vorne waren wir selten bei einem MotoGP-Rennen. Und wir haben jetzt drei Folgen mit der MotoGP.
aufgenommen, also wirklich jetzt außerhalb unserer Karriere haben wir, glaube ich, jetzt 3 MotoGP-Rennen aufgenommen, 3 hochgeladen und das hier ist bisher das Beste. Ich hoffe, da kommt nicht gleich noch eine böse Überraschung, irgendwie ein Sturz oder so. Kann immer mal passieren, sowas. Man weiß es nicht. Das hat man ja jetzt schon ein paar Mal. So, jetzt gehe ich erstmal an Hayden vorbei. Dovizioso, sein Teamkollege, ist jetzt der Nächste. Muss aber hier beim Rausbeschleunigen aufpassen. Wie gesagt, das Hinterrad geht da gerne mal weg, wenn man zu hart ans Gas geht. Da vorne fährt Crutchlow. Ja, müsste sein. Kyle Crutchlow, jawohl. Oh, hier ein schönes Duell sogar noch. Gegen Dovizioso. Hinter mir ist Nicky Hayden, der auch schon das ein oder andere Mal die MotoGP gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wie oft. Auf jeden Fall hat er auch gewonnen. Leider mit Ducati nicht mehr so gut unterwegs. Ja, Ducati ist auch nicht gerade eins der Top-Teams. So, jetzt gehen wir erstmal hier an Dovizioso vorbei. Er wird jetzt aber wahrscheinlich auskontern. Nein, macht er nicht. Boah, das Grip-Niveau jetzt gerade sehr, sehr niedrig. Jetzt sind wir hier vorbei. Und jetzt haben wir Kyle Crutchlow vor uns auf der 6. Position. Jetzt verbremse ich mich hier. Das ist natürlich suboptimal. Ja, auch Rossi hatte ja Probleme mit der Ducati. Das eine Jahr, was er da für Ducati gefahren ist, hatte er starke Probleme. Ist auch nicht wirklich gut gefahren. Oh mein Gott, was war das denn? Ach du Scheiße. Kyle Crutchlow, was macht er denn da? Wird da auf einmal ganz langsam. Hat wahrscheinlich einen Motorschaden oder so. Boah, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe das erst gar nicht wahrgenommen. Er ist viel zu spät gesehen. Wahnsinnig knapp war das Ganze. Leute, das ist gefährlich. Bleibt doch nicht auf der Strecke stehen. So, wieder ein bisschen verbremst. Das ist hier die vorletzte Runde. Wir sind auf der 6. Position. Ich weiß gar nicht, wer das Rennen gerade anführt. Vor uns fährt auf jeden Fall der King höchstpersönlich, der Doktor in Person, Valentino Rossi. Mit dem sind wir ja auch schon ein Rennen gefahren. In Malaysia war das. Das war das erste, die erste Folge außerhalb der Let's Play-Reihe. Und ich habe ja gesagt, jeden Tag eine Folge MotoGP. Auch wenn das hier heute kein Karriererennen ist, trotzdem nur damit ihr, ich sag's halt nochmal, Bescheid wisst, es kann sein, dass heute keine 2 Videos kommen werden, sondern nur ein Video. Das, wie gesagt, weiß ich noch nicht ganz genau, meine Reifen sind übelst runtergefahren. Jetzt kommen wir in die wirklich kritische Phase, dass die Reifen gerade sehr, sehr stark abgefahren sind. Ihr könnt es unten rechts sehen. Also der Reifenverschleiß ist teilweise richtig heftig. Damit, das ist das einzige Problem, was ich beim MotoGP halt habe. Der Reifenverschleiß. Ansonsten komme ich mit dem Spiel eigentlich immer sehr, sehr gut zurecht. Aber Reifenverschleiß ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Habe ich immer mit Probleme. Ich weiß nicht warum. Natürlich, Marc Marquez führt das Rennen hier vor seinem Teamkollegen Pedrosa an. Lorenzo auf der 3. Bautista auf der 4, Rossi auf der 5 und wir bewegen uns auf der 6. Position. 3,4 Sekunden Rückstand. Auf Rossi haben wir leider ein bisschen viel. Es dürfte schwer werden, das noch einzuholen. Gerade jetzt, wo wir so abgefahrene Reifen haben, wird es verdammt schwer. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich gebe einfach mein Bestes, ich probiere es. Denn probieren geht über studieren, wie man so schön sagt. Einfach mal austesten. Kann ja noch was werden, aber ich glaube nicht, dass wir hier an Valentino Rossi noch rankommen. 2,5 Sekunden Rückstand jetzt. Ja, kann was werden, muss aber nicht. Einfach nicht aufgeben. Jetzt eine schöne Linie hier fahren. Schöne Kurven hier fahren. Wunderbar hier reingekommen. Jetzt auch hier schön reinfahren in die Kurve. Ganz nah und treu am Körper entlang. Und dann beim Rausbeschleunigen muss man natürlich vorsichtig sein. Sonst geht einem das Hinterrad weg. Auch hier ganz eng am Körb. Hier sind ja viele, ja, so Schikanen, möchte ich mal sagen. 1,9 Sekunden jetzt nur noch. Also wieder mehr als eine halbe Sekunde rausgeholt. Also es könnte was werden, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit hätte. Aber leider, die Runde ist gleich vorbei. Und damit das Rennen natürlich auch. Ich komme hier sehr gut zurecht gerade, auch wenn mein Rad sehr, sehr krass abgefahren ist. Wunderbar. Ich lege hier nochmal so einen schönen Stunt hin. Sollte man natürlich nicht machen mit einem MotoGP-Bike. Oh ja, die Kurve sehr gut erwischt. Auch hier sehr gut erwischt. Aber wie gesagt,
Der Grip fehlt einfach immer noch. 1,9 Sekunden Rückstand. Das wird nicht mehr reichen. Wir kommen hier in der sechsten Runde auf der sechsten Position ins Ziel. Marquez gewinnt vor Pedrosa und Lorenzo. Bautista wird Vierter, Rossi Fünfter und wir kommen auf der sechsten Position ins Ziel. Wie gesagt, das ist hier nur nochmal zur Info, dass ich nicht ganz weiß, ob ich noch ein zweites Video heute schaffe. Und wenn ich eins schaffe, wird es nur was ganz, ganz Kleines werden. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Morgen geht es dann weiter mit, ich hoffe, mit MotoGP 14. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten würde ich einfach jetzt mal sagen, so ganz langsam, ich bin raus. Euer Dero. Macht's gut. Bis morgen. Und ciao.